Von Diät hält sie nichts. Denn Schönheit sei keine Frage von 90-60-90. Stattdessen hat sie ihre Kurven zum Beruf gemacht. Silvana Denker ist eines der bekanntesten Übergrößenmodels und in Kassel hat sie sich nun für ein Shooting vor die Kamera gestellt. Hinter der Kamera stand die Immenhäuser Fotografin Yvonne-Sophie Töne. Die 34-jährige Silvana Denker ist nicht nur als Model und nicht nur in Deutschland bekannt. In vielen Großstädten Europas, aber auch in New York und Montreal hat sie für Aufsehen gesorgt. Sie versammelte an vollen Plätzen meist Frauen um sich, von Übergröße bis sehr schlank. Die zogen sich bis auf BH, Slip und Schuhe aus und ließen sich von Silvana Denker fotografieren. Mit diesem Projekt, mit dem Namen Bodylove, will Silvana Denker Frauen helfen, sich nicht von einem Schönheitsideal unter Druck setzen zu lassen, sondern sich selbst zu lieben. Egal in welcher Kleidergröße. Ich habe nie gedacht, dass das so ein Riesending werden würde. Es war eigentlich ursprünglich als eine Einzelaktion in Siegen damals geplant. Und die Resonanz war einfach so gigantisch, dass ich dann weitergemacht habe. Bin dann danach nach Hamburg gefahren, dann war ich in Berlin. Und dann ist es ja passiert, dass es viral gegangen ist. Mich hat das People Magazine aus Amerika angeschrieben, die Cosmopolitan. Und dann ist das um die ganze Welt gegangen. Und so konnte ich dann einen Sponsor finden, der mir möglich gemacht hat, das dann so groß aufzuziehen. Die Fotos, die dabei entstanden sind, landeten in Zeitschriften wie dem Cosmopolitan, der Elle, Woman's Health und dem amerikanischen People Magazin. Als ich damals angefangen habe mit der Kampagne, habe ich ein bisschen Angst gehabt und dachte, oh Gott, wie werden wohl die Menschen reagieren, wenn dann auf einmal so acht halbnackte Menschen da rumlaufen. Aber ich bin positiv überrascht worden. Es kamen fast ausschließlich positive Rückmeldungen, ganz tolle O-Töne, Menschen, die hinterher zu mir gekommen sind, die sich informiert haben, gefragt haben, was es denn ist und die mir wirklich ganz, ganz tolle Komplimente gemacht haben. Wer letztlich das Schönheitsideal geprägt hat, durch das Frauen mit Konfektionsgröße 38 schon als mollig gelten, weiß Silvana auch nicht. Doch bemerkt sie, dass es bei einigen Modelabels allmählich ein Umdenken gibt. Curvy-Models seien in Deutschland immer gefragter. Ich habe gemerkt, dass sich die Denkweise von vielen Menschen geändert hat. Im ganz konkreten Fall ist es so, dass ich mit einem Modelabel gesprochen habe und der junge Mann gesagt hat, ja, früher wollten die Menschen immer das Perfekte im Katalog sehen und heute wollen die Menschen die Realität sehen. Die wollen sich mit den Models identifizieren können. Wie Menschen es schaffen, ihren Körper so zu akzeptieren, wie er ist und ihn vielleicht sogar lieben zu lernen, dafür hat Silvana Denker Tipps. Der erste Schritt ist erstmal aufzuhören, sich mit anderen Menschen zu vergleichen. Jeder Mensch ist individuell und so sollte man sich selbst auch sehen. Und statt vorm Spiegel zu stehen und die negativen Dinge an sich zu betrachten oder zu suchen, sollte man vielleicht mal anfangen, die positiven Dinge, die schönen Dinge an sich zu benennen und sagen, Mensch, ich habe echt tolle Augen oder heute sehe ich aber besonders schön aus, meine Haare fallen heute so toll. Statt zu sagen, oh, bad hair day oder oh, heute habe ich aber eine Falte mehr oder so, sondern vielleicht mal die Denkweise ändern und versuchen, das Positive zu sehen. Und das hilft, wenn man an den Strand fahren will und sich ein Bikini zeigt und man hat das Gefühl, man ist der Einzige, der nicht ganz schlank ist? Der Witz ist ja, das stimmt ja überhaupt nicht. Mhm. Wenn man an den Strand geht, sieht man ja, 1% der Frauen ist dann vielleicht wirklich so, wie man sie in der Werbung sieht. Also jeder hat doch irgendwie irgendwo irgendwas und kein Mensch ist perfekt. Und ich glaube, das kann man besonders am Strand gut erkennen. Zu Silvanas Einzigartigkeit zählt eine große Narbe auf dem Bauch. Sie ist die Hinterlassenschaft einer Operation, bei der ihr zwei Lebertumore entfernt wurden. Heute ist die Narbe eines von Silvanas Markenzeichen, das auch Unterwäschelabels nicht mehr abschreckt. Im Gegenteil. Positives Denken gab es im Leben der Frau aus dem Westerwald aber nicht immer. Sie weiß schon seit ihrer Jugend, wie es ist, an sich und an seinem Körper zu zweifeln. Ich habe erst viel, viel später erfahren, dass es eine Essstörung ist, an der ich leide. Die nennt sich Binge-Eating. Und wenn ich zurückdenke, hat das bestimmt schon mit 16 angefangen. Also ich habe mich selber nicht schön gefunden. Selbst mit Kleidergröße 38 fand ich mich zu dick. Und immer wenn es mir dann nicht gut geht, bin ich dann in diese, ich habe es immer meine Löcher genannt. Und dann hatte ich dann diese Essattacken und habe dann wirklich in kürzester Zeit immer ganz krass zugenommen. Wenn es mir dann wieder besser ging, waren dann wieder andere Phasen, wo das genaue Gegenteil war, wo ich dann alles wieder abgenommen habe, auch sehr radikal. Und ich muss sagen, dass seit ich die Bodylove-Kampagne gemacht habe, das ist für mich auch so ein bisschen Therapie gewesen, habe ich gelernt, das als Teil von mir zu akzeptieren. Und seitdem kann ich da viel, viel besser mit umgehen. Silvana Denker hat Bodylove auch nach Kassel gebracht, wo sie ein Shooting mit halbnackten Menschen in der Öffentlichkeit hatte. Und zwar im Herzen der Stadt, auf dem Königsplatz. Und nun ist sie erneut nach Nordhessen gekommen, allerdings um vor der Kamera zu stehen.
Die Fotografin Yvonne Sophie Töne aus Immenhausen ist mit dem Übergrößenmodel befreundet. Und so hat sie Silvana Denker für ein Fotoprojekt gewonnen, bei dem es um Brautmode in Übergröße eines Hamburger Labels und um Kleider eines neuen Kasseler Modelabels ging. Als Kulisse dienten die alten Züge des Hessen-Kuriers in Kassel.